So, moin, mein lieben Blogger. Ihr werdet nie erraten, wo ich gerade bin. Ich bin in einem Boxhotel. Also, das ist ein Hotel. Da gibt es, so ähnlich wie in China, so kleine Zimmer, die so boxenartig aufgebaut sind. Ich zeig das gleich. Und also, das Zimmer ist schon ein großes, ein Komfortzimmer. Und das hat nur 5 Quadratmeter, hat aber 2 Etagen. Also ich zeige es euch mal. Ich kann das Licht anmachen. An. Oh, okay. Ah, hier ist meine Lampe. So, hier, da ist das Bett. Das ist das große Bett. Das ist 1,20 breit. Bei den bei den anderen Zimmern ist es kleiner. Aber im Komfortzimmer ist es 1,20. Das war mir wichtig, weil sonst ist das nur 80 cm, das oben das Bett. Hier ist die Dusche. Ziemlich nice. Also, das ist irgendwie alles komplett neu. Das Hotel gibt es, glaube ich, erst seit einer Woche oder so. Glaube ich, in Hannover und in Göttingen. Und hier ist so ein Wandbild. Mit so Füßen. Und jetzt geht es hier die Treppe runter. Hier, also hier geht's hoch, damit man das hier oben ist das Bett. Zack, zack, zack. Und jetzt ist hier der Rest von der Wohnung. Hier ist nochmal ein kleines Bett. Das nehme ich jetzt nur als Ablagefläche. Hier ist ein Waschbecken und ein Spiegel. Ja, moin, da sieht man mich. Und ja, das war's schon, ne? Hier ist die Tür. Man hat so eine Karte, man kann das auch mit dem Handy aufmachen, das hat aber noch nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich noch so eine ganz normale, so eine Chipkarte mäßig bekommen, aber normalerweise soll das alles mit Handy gehen, hält man nur den QR-Code dran. Und ja, dann ist man drin im Zimmer. Ja, es sind halt mega viele Boxen. Und ja, es gibt noch so Badezimmer, Aufenthaltsräume, so eine Lounge. Man kriegt Tee und so umsonst. Das ist ganz cool. Also, ich kann mich bis jetzt nicht beschweren. Werde jetzt die erste Nacht hier schlafen. Und ja, bis jetzt ist es auch ganz ruhig. Also ist, glaube ich, ganz gut gedämmt. Ab und zu hört man irgendwelche Türen. So. Mein Zimmer ist direkt an so einer Gangtür. Manchmal hört man die, aber auch nicht laut. Ich denke nicht, dass ich davon aufwachen werde. Und von Nachbarn hört man bis jetzt auch nichts. Ich habe vorhin mal ganz, ganz selten irgendwas gehört, aber nicht so, dass man irgendwelche Leute die ganze Zeit hört, sondern nur ganz selten. Naja, ich hoffe, das wäre sehr interessant. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich meine, ich habe 39 Abonnenten jetzt und gute Nacht. Abgeblockt meine ich.